Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen hier beim Kryptomagazin, heute mit Thor Alexander, unser damals schon Gast, vor mindestens 2 Jahren war das, glaube ich, hatten wir letztes Mal das Gespräch. Thor Alexander betreibt einen Podcast, DeFi Jetzt, und hat ein Buch zum Thema digitale Zahlung geschrieben. Genau, am besten stellst du dich kurz selber für die Zuschauer vor. Gut, hallo Alexander, hallo Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer. Ich habe eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Ich habe zufälligerweise 1 oder 2 hier liegen. Eins ist DeFi, dezentrales Geld, wo ich mich halt ziemlich intensiv mit DeFi und Krypto, aber auch mit Geld und Gold beschäftigt habe. Aber ich schreibe halt auch nicht nur drüber. Ich habe hier noch ein Buch, wo es über Holz geht. So, Thema heute ist natürlich Krypto, und zu dem Thema betreibe ich natürlich auch seit über einem Jahr mit 2 Gleichgesinnten einen Podcast namens DeFi.jetzt, der jetzt zwar momentan ein bisschen eingeschlafen ist, aber wo wir natürlich auch immer uns Krypto-Themen raussuchen, und dich hat man da ja auch mal letztens zu Gast. Genau. Also mit den 2 Jahren stimmt nicht ganz, aber bei dir dann wahrscheinlich in deinem genau, Universum. Auf meinem Kanal. Unser ursprünglicher Plan heute liegt darin, wir hatten ein Gespräch, wir tauschen jetzt immer mal wieder aus. Du hast erzählt, du warst in El Salvador, hast dort eine Rundreise gemacht, warst dort unterwegs, und da habe ich gleich gesagt, super, das wird interessant, weil du kannst vielleicht ein bisschen was dazu berichten. Wie war das dort mit Bitcoin? Wie war das dort mit Bitcoin-Zahlungen? Wie sind die Leute so drauf? Vielleicht kannst du ein bisschen von deiner Reise einen kleinen Bericht machen. Das interessiert die Leute bestimmt. Kann ich machen. Also ich wohne in Costa Rica, Guanacaste, das ist an der Pazifikküste, so eine der blauen Zonen, und bin, weil ich immer gerne abenteuerlustig bin, mit dem Auto Richtung El Salvador gefahren. So, das Hauptproblem ist natürlich Überqueren der Grenzen, weil man natürlich nicht weiß, was du da an den Grenzen brauchst bezüglich dem C. Für Nicaragua habe ich einen PCR-Test gebraucht, für Honduras habe ich dann auch einen gebraucht, wusste ich aber erst, als ich an der Grenze war, weil vorher die Information nicht rauszukriegen war. So, insgesamt waren die Grenzformalitäten recht lang. Und als ich dann von Honduras aus an die Grenze von El Salvador rangekommen bin, war das total entspannt. Ich habe noch nicht mal einen Einreisestempel bekommen. Ich sage, ich möchte aber gerne einen Einreisestempel haben. Meinen sie, nö, gibt es nur, wenn ich mit dem Flugzeug komme. Ich habe dann gefragt, wie das ist, wenn ich mit dem Helikopter komme, ob ich den dann auch kriege. Haben sie bejaht, aber ich sage, okay, bin aber heute mit dem Auto da. So, also es war wirklich sehr unkompliziert, haben auch nicht gefragt, wie lange und bla bla bla. Das Land selber, muss ich ehrlich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von Nicaragua ist so ein bisschen wie Guatemala, also so Kolonialstil, bunte Häuser. Honduras, ja, geht so. Und El Salvador hat sehr viel Landschaft, Seen, eine schöne Küste und auch natürlich recht viel Natur. Also ich wäre auf alle Fälle nach El Salvador nochmal hinfahren, über Weihnachten, Silvester. Und zu deiner Experience mit Bitcoin, jetzt ist ja El Salvador in die Schlagzeilen geraten, weil sie Zahlungen überall mit Bitcoin anbietet. Heißt es dann, dir wurde die Option wirklich überall angeboten oder nur vereinzelt? Ja gut, ich muss dazu sagen, ich vertrete ja die Meinung, gutes Geld, schlechtes Geld. Gutes Geld behalte ich, schlechtes Geld gebe ich aus. Und schlechtes Geld ist für mich das Fiat-Geld, also Euro, Dollar, was auch immer. Wobei ich die beiden als relativ schlecht ansehe. Da sind mir die lokalen Währungen eigentlich noch fast lieber. Und mit Bitcoin, also es gibt, du kannst im Land überall eigentlich mit Bitcoin und mit US-Dollar bezahlen. Und es gibt hier und da auch spezielle Aufkleber, Bitcoin akzeptiert oder Bitcoin-Kasse oder ähnliches, also nur für Bitcoin-Leute. Und im Land üblich ist halt die Shibo-Wallet, die habe ich mir dann auch mal von einem Eingeborenen, von den Einheimischen zeigen lassen. Und ich hatte dann, ist recht einfach zu bedienen, und was für die, weil das ja auch mal als Kritikpunkt kommt, ja, wie sieht es jetzt mit dem Kursverlust von Bitcoin aus, und der ist ja so volatil. Wenn du da ein Problem hast mit dem volatilen Kurs von Bitcoin, der ist ja auch immer Betrachtungssache, wenn ich jetzt von Bitcoin ausgucke, muss ich sagen, ey, der Euro und der Dollar, die schwanken ziemlich stark und nicht der Bitcoin. So, und du kannst in der Wallet relativ einfach kostenlos von Bitcoin in Dollar tauschen und wieder zurück.
Okay. Das heißt, wenn du mit der Shivio Wallet eine Transaktion annimmst, also eine andere Shivio Wallet Transaktion oder eine Transaktion in der Blockkette, also On-Chain. So, und ich habe mit dem einen, mit dem ich da mich länger unterhalten hatte, haben wir mal ausprobiert, ihnen einen US-Dollar, habe ich eine ganz normale Bitcoin-Transaktion gemacht. Die war sofort, der US-Dollar war sofort bei ihm gutgeschrieben, also ohne eine Bestätigung abzuwarten vom Netzwerk. So, und er hat dann auch den US-Dollar wieder in Bitcoin an mich zurückschicken wollen. Das haben wir dann auch gemacht. Die ist bei ihm sofort abgebucht worden, der US-Dollar. Und der Bitcoin ist aber bei mir bis zum heutigen Tage noch nicht angekommen. Das war ungefähr vor 3 Wochen. Oh, krass. Okay. Das heißt, da wurden wahrscheinlich... Nur ein US-Dollar. Ne? Sieht man also die Transaktion im Mem... Also sieht man die Transaktion, also als unbestätigt in der Blockchain, weißt du das? Habe ich nicht gesucht. Die Frage ist, ich gehe mal eher davon aus, entweder sammeln die Transaktion, also du kannst von der Shiba Wallet, kannst du auf eine normale Bitcoin-Adresse Überweisung machen, ne? Mhm. Und auch empfangen. Also der hat eine eigene Adresse, auf die ich überweise, und wenn das Ding veröffentlicht ist, die Transaktion, hat er sofort das Ding gutgeschrieben. Und ich weiß nicht, wie die dort die Auszahlung machen, ob sie das poolen oder ob sie sagen, okay, unter einem Dollar sind die Überweisungsgebühren zu hoch, wobei die jetzt natürlich nicht so hoch sind, wenn du das poolst. Aber keine Ahnung, also ich habe es noch nicht bekommen. Und ja, wenn ich ihn nächstes Mal sehe, dann werde ich da halt nochmal gucken. Aber der ist bei ihm abgezogen worden, der US-Dollar, den er mir überweisen hat, hat mir sofort gezeigt. Ich saß ja neben ihm und da habe ich gesehen, der ist von seinem Saldo wieder runtergegangen. Okay, ja gut, insofern kann ich für dich verstehen, du sagst ja, gutes Geld, schlechtes Geld. Du hast jetzt ungern natürlich Bitcoin ausgegeben. Wie war das dann so vom Feeling im Gespräch mit den Leuten? Weil du sagst, die haben das dann alles mit der App gemacht, waren dann auch, du hast sicherlich auch Leute getroffen, die gesagt haben, nee, ich gebe meine Bitcoin nicht her. Oder waren Händler da, die gesagt haben, nee, zahl mal lieber nicht mit Bitcoin, sondern war es wirklich gar kein Thema? Ja, mit den Händlern habe ich weniger gesprochen, weil das waren meistens immer irgendwelche Angestellten. Mhm. Und in der Regel ist es so, dass da recht viel mit Bargeld noch geht in den Ländern. Also du hast manchmal Restaurants, da kannst du mit Karte nicht zahlen, weil ich zahle ja lieber mit schlechtem Geld. Mhm. Und das Geld, sagen wir, auf der Kreditkarte ist für mich schlechteres Geld als das in der Hosentasche. Ne? So, weil ich da natürlich auch wieder ein Drittparteienrisiko habe, dass dann die Kartengesellschaft das Geld nicht auszahlt, dass mein Konto gesperrt ist oder keine Ahnung was. Ne? So, und aber so bin ich eigentlich nirgendwo, ja, ich war ja erkennbar Ausländer, weil so fließend Spanisch spreche ich jetzt da auch nicht, kann mich aber da schon ordentlich ausdrücken und auch, sagen wir mal, mich beschweren. Bin eigentlich nie gefragt worden, also die Rechnung kriege ich immer in US-Dollar und theoretisch hätte ich dann sagen können, okay, ich will halt jetzt in Bitcoin bezahlen. Aber ich denke mal, mit der Shivo Wallet habe ich auch versucht zu installieren, geht aber nicht. Komme nicht als Ausländer ran an das Ding. Ich kann das nirgendwo runterladen, im App Store ist es nicht. Und du brauchst, diese Shivo Wallet ist mit einem Bankkonto verknüpft. Das heißt, und das habe ich als Ausländer nicht und somit kann ich die Wallet nicht benutzen und auch nicht mal installieren. Aber wie gesagt, von der Bedienung her ist sie recht übersichtlich, recht simpel und muss echt sagen, da haben sie sich was einfallen lassen und haben sie gute Arbeit geleistet. Ich habe von einem Freund gehört, der in Dubai unterwegs ist und dort auch lebt zum Teil. Der sagte, dort ist Bitcoin und USDT überall möglich. Und das heißt, USDT ist daher Dubai eben auch ein großes Thema. Hast du hast du nichts gesehen? Okay. Nee, USDT nicht. Wenn, dann bieten sie halt nur über diese Shibu-Wallet oder über eine App, die mit der Shibu-Wallet mehr oder weniger arbeitet, gibt es halt nur Bitcoin, also das ist der Lightning-Bitcoin und US-Dollar. Okay. Das ist quasi wie so eine Online-Banking-App von Wise, von Revolut, wobei Revolut und Wise recht, oder Virex auch noch, die sind halt ein bisschen schwieriger zu bedienen, weil die halt noch ein paar andere Funktionen haben und hier läuft halt recht viel mit QR-Code. Also du kannst doch, wenn du sagst, ich will jetzt eine US-Dollar-Zahlung haben, gibst du dem anderen QR-Code und der scannt den und drückt da drauf und macht die Zahlung. Es geht jetzt ein bisschen in die subjektive Meinung. Glaubst du, dass sowas wie in El Salvador mit einer App gekoppelt, so bei uns im Einzelhandel oder bei Restaurants, so dass es überall mal mit Bitcoin, mit Lightning und schnell und alles Exchange, dass sowas mal bei uns in Deutschland
tatsächlich, also bei mir in Deutschland jetzt, in Amerika gibt es ja schon erste Modelle zum Teil. Glaubst du, dass in Deutschland sowas je möglich sein wird? Ja, möglich ist es schon heute. Die Leute müssen bloß halt das Mindset haben und viele kapieren halt den Unterschied nicht zwischen zentralen und dezentralen Geld. Mhm. So, durch die Presse werden halt häufig negative Nachrichten verbreitet, sodass die auch nicht groß motiviert sind, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. Mhm. Ja gut, und wenn du guckst, Erpressungsversuche sind da meistens im Bitcoin von irgendwelchen Idioten, sage ich jetzt mal, die halt nicht kapieren, dass Bitcoin transparent ist. Ich meine, ich mache ja mit einem Kollegen zusammen auch Blockchain-Forensik, wo wir halt solchen geklauten oder erschwindelten Bitcoin halt nachgehen und gucken halt, wo die halt ausgecashed werden. Und wenn jetzt irgendjemand eine Erpressungsforderung in Bitcoin macht, dann muss ich sagen, dann hat er irgendwie ein paar Sachen nicht richtig verstanden. Ne? Mhm. Mhm. So, und wie gesagt, das könnten ja, du hast ja als Unternehmer, hast ja die Freiheit zu bestimmen, in was du bezahlt wirst. Wenn du sagst, okay, ich verkaufe mein Auto nur gegen Gold, okay, dann verkaufst du es halt nur gegen Gold. Mhm. Und nur die staatlichen Institutionen haben ja die Annahmepflicht des offiziellen Geldes und selbst die halten die ja nicht ein. Weil der Euro auf dem Konto ist ja kein offizielles Zahlungsmittel, das ist ja nur ein Anrecht auf das offizielle Geld, auf das Papiergeld und auf das Münzgeld. Mhm. Und gibt es ja auch Prozesse, wie zahle ich meine GEZ und bla 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 und was nicht, also guck das Finanzamt an. Da kannst du nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier 3.000 Euro Umsatzsteuervorauszahlung, ich komme von morgen vorbei und liefere euch das Geld im Bar ab. Da schicken die dich wieder mit dem Geld weg. Mhm. Also, aber ich sehe es halt hier, dass es eine einfache Möglichkeit ist und das Land blüht auch auf. Also ich habe mit dem ich da mich getroffen habe, der macht selber da auch Touren und begleitet Leute und berät die und sowas. Und der meinte, wenn ich jetzt in ein paar Monaten oder im halben Jahr wiederkomme, ist im Land halt noch besser. Also es ist da eine Aufbruchstimmung und auch vom Tourismus her. Also es gibt da recht wenige Hotels. Vom Standard her sind die halt teilweise auch so. Könnte ein bisschen besser sein, aber in anderen Ländern ist halt touristisch besser erschlossen. Und das fängt jetzt gerade da an, so aufzublühen, aufzuwachen und ist schon ein Gewusel in dem Land, ne? Man, El Salvador will ja diese Bitcoin-City machen und baut ja dieses Geo-Vulkan-Mining. Ja, da bin ich auch an so einem Ding vorbeigefahren, an so einem Vulkan und habe dann unten die Geothermiestation gesehen, habe da auch Foto gemacht, bin aber nicht bis hingefahren. Da hätte ich dann wieder den Berg runter und ich bin ja erstmal so durch, um das Land überhaupt irgendwie kennenzulernen und halt auch so einen Eindruck zu bekommen und hatte auch nicht so viel Zeit, weil ich mir vor Magen-Darm-Probleme in Honduras eingehandelt hatte und das hat mich dann ein paar Tage gekostet, bis ich dann wieder reisefähig war. Und an den Grenzen weißt du auch immer nicht, wie viel Zeit du da verbringst. Aber wie gesagt, einreisemäßig El Salvador sehr, sehr freundlich zuvorkommt und ohne große Bürokratie, wie gesagt, nicht mal ein Stempel. Die Medien, die jetzt sagen, unsere westlichen Medien jetzt, sage ich mal, fangen jetzt schon zu titeln an, El Salvador, gefährlicher Trade, war zu gefährlich, muss El Salvador zurückrudern. Da kommen ja schon die ersten Artikel so, das war vielleicht zu verzockt, hat sich El Salvador verzockt mit Bitcoin, weil jetzt eben der Kurs so stark gefallen ist. Wie schätzt du das ein? Und auch vielleicht als ergänzende Frage, wie so deine Haltung kurz- und langfristig für deine Bitcoin, wie siehst du die aktuelle Marktlage? Also es geht ja auch die Theorie rum, dass natürlich der Bitcoin jetzt geschrottet wurde, um El Salvador da eins auszuwischen. Und okay. Es gibt ja noch die Zentralafrikanische Republik, die ja auch da so in die Richtung schon mal starke Ambitionen gemacht hat, also die es auch akzeptieren als weiteres Zahlungsmittel. Und man darf ja nicht vergessen, es ist immer eine Konkurrenz zum US-Dollar, weil hier in Lateinamerika ist US-Dollar eigentlich Parallelwährung. Und ganz, ganz krass war es in Nicaragua. Also da wollten die an der Grenze das ganze Zeug immer in US-Dollar. Ich habe mal gefragt, wozu? Ihr habt eigenes Geld, ich habe das Geld. Warum kann ich in dem nicht zahlen? Nee, wir wollen halt das Geld von den Gringos. So, und wenn der Bitcoin jetzt kaputt gemacht wird und dann noch kolportiert wird, okay, der Bitcoin ist wieder gecrashed und weniger wert, dann tut man den Leuten natürlich noch Angst einjagen. Mhm. Und aber dadurch, dass du in der Wallet, wenn du halt dem Bitcoin nicht vertraust, kannst du ja sofort dein US-Dollar, die ich jetzt quasi in einer bestimmten Anzahl von Bitcoin dir überwiesen habe,
kannst ja sofort wieder in US-Dollar rücktauschen. Das heißt, du bist eigentlich von diesem Risiko nicht betroffen und du hast dann relativ schnell das Geld von mir gekriegt. Und entweder ist es dann 1-2 Cent mehr oder weniger, aber dadurch, dass die Transaktion ohne Bestätigung sofort gutgeschrieben wird, hast du kein Währungsrisiko bei der Übertragung. Also selbst wenn ich dir jetzt on-chain, da sagen wir mal, ein Bitcoin überweise, kriegst du halt deine 21.000 Dollar, was der jetzt gerade vielleicht wert hat, gutgeschrieben und zwar sofort. Aber es geht ja mehr um das Land als solches, das ja großes Staatsvermögen in Bitcoin gekauft hat, mehrere Millionen Dollar, hunderte Millionen Dollar, bei denen man jetzt sagt, so ja, die sind ja Sicherheit eigentlich, sind ja auch aus Steuern oder aus... Ja, ja so. Aber das Geld ist eine richtige Sicherheit. Also das ist positiv. Ein zentrales Geld kann die zentrale Entität, die das Geld ausgibt, für ungültig erklären. Und ich weise nur darauf hin, als der Trump gewählt wurde, ist ja in Indien, sind ja die 500 und die 1000 Rupienscheine mit dem Schnips für ungültig erklärt worden. Der Präsident hat sich abends vor die Kamera gestellt, hat da mit dem Finger gewedelt und hat gesagt, die 500 und 1000 Rupienscheine sind ungültig und nur noch bedrucktes Papier, hat es richtig gesagt, nur noch bedrucktes Papier. Und mit einem Schlag waren 84% des Bargeldes ungültig. Das kann ja mit Bitcoin nicht passieren. Das stimmt. So, und wir denken halt in dem Fiat-Geld, in Dollar, in Euro, in Franken, in was auch immer und tun quasi unsere Preise in dieses Umrechnungsmittel umrechnen. Wenn wir jetzt aber an Bitcoin denken würden, dann denke ich mal, wird auch die Volatilität verschwinden. Dann habe ich vielleicht eine Volatilität, wenn ich Bitcoin in Gold tausche oder in Euro oder in Dollar. Ist immer die Frage, von wo du guckst. Wenn du im Zug sitzt und der Zug fährt und du guckst raus, bewegst du dich nicht, aber die Landschaft bewegt sich. Aber die absolute Kaufkraft, ich meine, das ist ja das Thema. Wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt nur meine Bitcoin und halte die und wenn ich mal was brauche, dann tausche ich das halt in US-Dollar oder in entsprechende Landeswährung und dann kaufe ich das. Dann ist es ja trotzdem so, dass meine Kaufkraft sich halbiert hat, ausgehend von jetzt, von ein paar Monaten, von Bitcoin in US-Dollar gesehen. Die Frage ist halt, für wen ist es kein Problem? Darüber habe ich mir in den letzten Tagen viel Gedanken gemacht. Für die Leute, die sowieso schon reich sind in Bitcoin, also überproportional reich, also für jemanden superreich ist die Halbierung seines Geldes eigentlich kein Problem. Es sind ja immer nur die Mittelschicht, die das Problem hat, bei einer Halbierung einer Wert an des Assets, so wie bei jetzt, die Aktien sind ja auch runter. Also so ist jetzt genauso auch beim Aktienmarkt passiert. So viele, die gesagt haben, langfristiges Rente mit Aktien aufbauen und mit Fonds, die haben ja jetzt auch gerade ein Problem, weil wenn die jetzt Liquidität brauchen, weil das Gehalt nicht mehr reicht, müssen sie anfangen, zu schlechten Kursen Aktien zu verkaufen oder eben Kryptos. Ja, das ist schon richtig. Da gebe ich dir recht, dass das die Reichen können es aussitzen. Aber deswegen, erstens sagt man immer, man soll streuen. Und das Zweite ist immer die Frage des Bezugssystems. In welchem Bezugssystem sind die Preise? Und die Preise sind jetzt in dem Fiat-Geld, weil das Fiat-Geld quasi mit Gewalt durchgesetzt wird. Du musst deine Steuern in dem Geld bezahlen, also musst du gucken, dass du das Geld irgendwie mal kriegst, um deine Steuern zu zahlen, auch wenn ich jetzt mein Auto, meine Dienstleistung nur gegen Gold verkaufe oder gegen Bitcoin. Wenn jetzt aber das Bezugssystem geändert werden würde und sagen, okay, jetzt machen wir alle Preise nur in Bitcoin, dann würde das zu einem Zeitpunkt umgerechnet werden und dann ist das so. Verstehen. So, also das ist aber noch eine quasi ein Prozess in unseren Köpfen. Ich meine, ich rechne ja auch alles in Dollar oder in Euro um, weil das halt das Geld ist, was ich programmiert wurde mein Leben lang und habe jetzt erst durch in den letzten Jahren berechne ich halt bestimmte Sachen einfach in Bitcoin. Also wenn ich jetzt sag mal aus dem Bitcoin rausgehe in irgendein Altcoin oder sonst irgendwie was, dann gucke ich halt, okay, wie ist der Kursverlauf und ist das jetzt ein Hoch, wenn ich jetzt meine Bitcoins in das tausche oder bin ich jetzt da irgendwo seitwärts oder in einem Tal? Das heißt, ich wollte dann erübrigt sich die Frage schon, das heißt, du bist kein Bitcoin-Maximalist, du kaufst auch Altcoins und das heißt, DeFi steht für dich eigentlich eher für das Konzept der digitalen Blockchain und oder dezentrale Finanzen. Oder dezentrale Finanzen, wie es richtig ist. Wobei digital ist natürlich auch digitales Zentralbankgeld, was ich logischerweise strikt ablehne. Okay, super. Und jetzt als abschließende Frage, das ist super interessant gewesen. Wie geht es jetzt dir gerade mit dem aktuellen Kurs?
Akkumulierst du jetzt oder lebst du jetzt selber sparsamer, damit du nicht so viel Bitcoin ausgeben musst zum aktuellen Kurs? Oder tangiert dich das jetzt gar nicht, unabhängig davon, wie viel du jetzt hast? Ja, ich meine, ich habe ja auch natürlich ein bisschen diversifiziert. Ich habe ja, kriege Einnahmen, die ich zwar in Krypto ausgezahlt bekomme, aber vor der Auszahlung werden die halt in US-Dollar, weil diese, sag mal, Investments in US-Dollar meistens notieren, werden die halt dann in Bitcoin oder Tether oder keine Ahnung was umgerechnet und dann kriege ich die ausgezahlt. So, und ansonsten bin ich eigentlich auch der Fan von Bitcoins zu hodeln, weil die Bitcoins haben nicht den Preis, wo ich jetzt motiviert bin, die auszugeben. Okay, So, das und verstehe da warte ich einfach noch. Und, aber nochmal, der Hauptunterschied, den meisten immer vergessen, ich habe hier ein Geld, was niemand für ungültig erklären kann. Und das ist ein Gut, was man nicht hoch genug bewerten kann bei Dollar, bei Euro. Das kann für ungültig erklärt werden. Der Biden hat vor kurzem einen Erlass, also ein Dekret unterschrieben, wo untersucht werden soll, wie man das Bargeld abschafft in den USA. So, und das heißt, es ist dort auf der Agenda. Die Frage ist natürlich, wie man sich selber mal überlegen kann, weil ja ziemlich viel Bargeld, weil die imperiale Währung US-Dollar ist Weltwährung, es ist ziemlich viel Bargeld weltweit unterwegs in vielen anderen Ländern. Was ist, wenn er jetzt das Papiergeld für ungültig erklärt? Was gibt es da für einen Stress, der auch auf die USA dann wieder zurückfällt? Ne? Und die anderen haben natürlich auch wieder einen Stress, dass das Papier nur noch bedrucktes Papier ist und nicht mehr zum Einkaufen reicht. Da musst du einen Dummen finden, bei der das noch nicht gehört hat, bei dem du da irgendwie noch was tauschen kannst. Ja, das Interessante ist ja auch, dass unsere Münzen beispielsweise ja auch nicht den Wert haben, also rein vom Material her, wie jetzt die Münze eigentlich wert ist. Das ist sehr interessant, nämlich ich hatte es kürzlich nämlich eine Diskussion zu einem 1-Cent-Stück, dass der faktisch keinen Cent wert ist. Das ist so interessant. Also würde man ihn einschmelzen, wäre der Gegenwert keinen Cent wert. Ja, aber du hast einen Gegenwert und du kannst aus dem Cent, gut, das ist ja Kupfer oder Kupferverbindung, kannst du ja irgendwas machen. Würde ich jetzt Besteck nicht unbedingt machen, aber kannst halt Draht machen, kannst Strom leiten, zum Beispiel. Ne? Wenigstens das, So, ja. und was ich aber auch festgestellt habe, bei Weißrussland ist es mir besonders aufgefallen, die Papierwährungen werden ja inflationiert. Und dann gibt es eine Zeit, wo das Münzgeld eigentlich keinen Wert mehr hat und nicht mehr benutzt wird. So, und dann kam eine Währungsreform in Weißrussland, 1 zu 10.000. Erstmal ein bisschen blöd zum Umrechnen mit 4 Nullen. Aber das Münzgeld war plötzlich wieder da. Das heißt, der Staat hat das Münzgeld irgendwo eingelagert und hat dann nach der Währungsunion, hat es ja plötzlich wieder einen Wert gehabt, die Münzen. Das heißt, wenn du jetzt eine Währung hast, die stark inflationiert, hebt er die Münzen auf. Und irgendwann, wenn die dann eine Währungsreform machen, dann holen sie die Münzen wieder aus dem Keller und dann haben die plötzlich ordentlichen Wert. Spannende Perspektive. Dann bedanke ich Da mich gibt es vielmals. halt so viele, viele so interessante. Wie gesagt, ich habe mich da beschäftigt mit dezentralem Geld, auch danach, auch mit zentralen Geldern und ich renne ja auch immer mit offenen Augen durch die Welt. Da sehe ich ja auch verschiedene Sachen. Ne? Insofern würde ich Folgendes vorschlagen, liebe Zuschauer. Ihr habt gemerkt, hier Thor Alexander hat sehr, sehr viel Erfahrung und auch sehr, sehr viel miterlebt und auch sehr, sehr viel sich Gedanken über das Thema und dazu gelesen. Wenn ihr Fragen noch habt, die tiefer gehen, dann stellt sie einfach unter diesem Video. Vielleicht können wir dann nochmal eine Folge machen, wo wir ganz gezielt auf die besten Fragen eingehen. Schreibt einfach unter dieses Video, dass es auch nicht zu lang geht, dass es auch nicht, und dann könnt ihr einfach vielleicht eines Tages mit einem zweiten Interview rechnen, mit einer ausführlichen Diskussion über eure Fragen, die euch interessieren. Ich bedanke mich herzlich, Thor Alexander, für deine Auskunft, wie es in El Salvador war und über deine Erfahrungen im Kryptobereich im Augenblick. Vielen, vielen Dank. Super. Gerne. Also, tschüss. Ciao.